Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal Raiding Team. Wir stehen vor der Gamescom. Das ist der Gamescom Freitag, also der erste Tag für mich. Ich bin dieses Jahr nur 3 Tage am Start. Jetzt, wir betreten die Heiligen Hall zum, keine Ahnung, wie vierten Mal. Bin gespannt, was da aufgeht. Was geht Leute, wir sind hier auf der Gamescom angekommen. Es gibt mir fast schon Vibes von 2016, wo ich da meinen Vlog gestartet habe. Was geht Leute, wir sind jetzt hier auf der Gamescom, hier Halle 9. Grüße gehen raus an alle, die meine Reaction auf alte Videos aus der Steinzeit gesehen haben. Und da sind wir erstmal in Halle 10, so wie gefühlt jedes Jahr. Genau, du hast ja gerade irgend so eine Karte abgeholt. Ja, von Moonlight Peaks. Es ist so ein Animal Crossing-ähnliches Spiel. Und ich verfolge das schon seit Ewigkeiten. Ne? Würdest du sagen, wo ist hier direkt oder was? Ja, auf jeden Fall. Ja, Leute, vielleicht so ein paar Background-Infos. Ich habe heute mir eigentlich nur so ein Y-Food gegönnt. Bisschen Wasser. Y-Food. Ich habe gesagt, du hast dir eine Y-Food gegönnt. In der Hoffnung, dass das mich irgendwie sättigt über den Tag. Abends gehen wir dann wahrscheinlich wieder Restaurant oder sowas oder Losteria. So, meine lieben Freunde, wir ziehen jetzt hier Todi im Tischtennis ab. Was viele von euch wahrscheinlich nicht wussten oder wahrscheinlich nicht wussten, ist, ich habe früher in einem Tischtennisverein gespielt und Todi sagt jetzt so, ja, ich habe auch so ein bisschen gespielt und da fangen wir jetzt, glaube ich, an zu spielen. Diese Platte ist zu klein, Digga. Man kann gar nicht richtig spielen. Ja, und ihr bewundert jetzt den schönen Ballwechsel zwischen Luca und mir. Ja, schön. Was geht ab, Leute? Wir spielen jetzt hier Mario Kart versus Rennen gegen Luca. Und wir haben beide ziemlich gute Kombinationen. Luca hat so den Toads, Pünktchen Kart, kleine Reifen. Kommt schon sehr gut an die Meta ran mit Wolkenballons. Ich hatte jetzt da Peach, Pünktchen Kart, kleine Reifen, Wolkenballons. Eine sehr gute Meta-Kombo. Da sage ich auch gerade, dass man immer den Mini-Turbo immer schön mitnehmen muss. Immer so viel wie es geht. Am besten Gold oder der lila Mini-Turbo. Und Münzen immer schön voll haben auf 10. Jetzt hier nochmal lila Mini-Turbo losgelassen, ein bisschen gesprungen, Speed mitgenommen, über die Rampe, sehr, sehr schön und als erster ins Ziel gedüst. Mr. X, gestern hast du ja schon eine Audio von Angelo bekommen. Jetzt bin ich hier mit dem nächsten Promi am Start. Was geht ab, Mr. X? Ja, hier eine kleine Audio für dich. Du wolltest irgendwie meine Stimme hören. Ist hier Discord oder was? Ja, ja, Discord. Okay. Warum bist du nicht auf der Gamescom, Junge? Grüße ihn raus. Ich habe jetzt so einen trockenen Mund wegen diesen Chips, Alter. Hier haben wir jetzt noch mal kurz Phoebe gesehen, wie die an uns vorbeigelaufen ist. Junge, mein Fokus ist so für den Arsch, ne? Was geht, Leute? Wir haben diesen lieben Dario, Glücksoft. So ein bisschen eine unangenehme Situation hier gerade, weil der Bruder hat mir gerade gesagt, dass ich ein Video von ihm gestrikt habe. Stimmt tatsächlich auch. Irgendwie der Kanal ist Stendo oder irgendwie so. Ganz lustiger Name. Und irgendwie das Video heißt, Jan Böhmermann reagiert auf Repeat von Hübi. Aber eigentlich war das irgendwie so mein Song. Und da hat so Jan Böhmermann irgendwelche dummen Kommentare abgegeben von denen, so Scheiße oder irgendwie sowas. Ich werde auf jeden Fall mich bemühen, das wieder freizuschalten. Ich habe nicht verstanden, dass es hier nie war. Tut mir nochmal leid, wirklich. Leute, die Kommentare schreiben, Hübi Jesus. Hier sehen Sie ein wildes Mario in seiner natürlichen Lebensbahn. Diese edle Brille. Bald ist auch wieder Zeit angesagt. In einer halben Stunde einen Eimer voller. Was geht Leute, auf der Gamescom achte ich natürlich auch auf eine ausgewogene Ernährung, jetzt hier mit der Banane von dem Bratwurststand. Auch geil, Digga, ich esse die Banane, die ganze Zeit dieser Bratwurstgeruch in meiner Nase, voll verwirrend. Okay, direkt. Freut mich. Hier haben wir den lieben Johnny getroffen, der hat hier jetzt seinen eigenen Charakter gemalt auf einem Shirt, vielleicht ist es auch Merchandise oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Dann hatte der noch irgendwie Bernd das Brot, hinten ist alles am Abgehen, Musik und so weiter. Hier hat er noch ein Cosplay, bewertet es von 1 bis 10 in den Kommentaren. Redshot. Redshot. Ey Leute, seht ihr noch Redshot wie damals? Was geht? Mittlerweile heißt ich Ready to see. Steven und Daniel heißen. Grüße an Steven und Daniel.
Aber echt geil, Mann. Geil, dass du dich kennst, Mann. Hey, meine lieben Freunde, eine Sache hat sich auf jeden Fall zu den vergangenen Gamescoms geändert. Und zwar riecht es hier überall in den Gängen nach Cannabis, Digga. Ohne Spaß, Junge. Holy shit. Es riecht nach Ott. So Leute, der erste Tag von der Gamescom ist vorbei und ich fand, es war ein brutaler Tag, richtig nice. Hab noch einige von euch gesehen, danke an jeden, der mich angesprochen hat, erkannt hat, etc. Samstag, Sonntag geht's weiter und morgen ist ja komplett sold out, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Irgendwelche letzten Worte? Okay, scheinbar nicht. Wir sind tot. So meine lieben Freunde, ich halte mich kurz, das war's hier von Tag 1 der Gamescom von dem Vlog. Tag 2 und 3 werden natürlich auch noch kommen, keine Sorge. Und es wird eine Bonus-Episode kommen, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Jedenfalls lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und teilt das Video sehr gerne, würde mich sehr freuen. Danke an alle Member und klick auf dieses Baba-Video hier, du wirst es nicht bereuen.